Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Wir stellen euch heute Thermalsichtgeräte der Firma Noctis. Ich meine natürlich Noctis vor. Ich bin hier mit Christian Fitzmeier von der Firma X-Wild. Hallo Christian, grüß dich. Servus Martin. Christian hat uns heute Thermalsichtgeräte mitgebracht. Erzähl mal ein bisschen was darüber. Jawohl. Ich habe euch heute die Geräte von Noctis mitgebracht, auf die wir sehr stolz sind, die wir hier jetzt in Europa an Behörden, Polizei, an die Jäger, für alle, die Thermalsichtgeräte brauchen. Ja, Jagd wird ja immer interessanter, auch gerade für die Jagd. Ja. Ganz genau. Wir haben Sensoren hier eingebaut, wahlweise 384x288 oder 640x480, was unsere Germaniumlinse betrifft. Ja. Wir haben 25 mm, 50, 75 und sogar 100 mm Linsen. Ja. Alle Hersteller schreiben von technischen Daten, aber es gibt gravierende Unterschiede hinsichtlich der Qualität der einzelnen Komponenten, die wir hier miteinander kombinieren. Okay. Christian, wir haben uns ja vorab schon unterhalten. Ihr habt ja da ein Feature entdeckt oder beziehungsweise versehentlich mit eingebaut, was ja bahnbrechend ist, was wirklich die Industrie revolutionieren wird. Was ist denn das? Kannst du dazu noch was sagen? Das ist ein echtes Standalone-Feature. Hat niemand sonst. Ja, unser Konstrukteur hat ein bisschen rumgespielt mit den besagten tollen Komponenten. Ja. Und wir können durch Textilien durchgucken. Wir haben ein Nacktsichtgerät quasi. Es kommt ein bisschen thermal und Nacktsicht, das heißt für Behörden ideal. Ihr seid in der Lage, also kann niemand mehr Waffen vor euch verstecken, das ist super, ja? Es hängt ein bisschen davon ab, wie die Baumwollmischung ist. Okay. Ja, Anteil Polyester zu Baumwolle. Okay. Aber super, Wahnsinn. Ja. Musst du dir angucken. Auf jeden Fall. Also Christian, Wahnsinn, es hat mich echt überzeugt hier für alle Behörden da draußen. Nacktsicht und Thermalsichtgerät in einem, das gab es so noch nicht. Schaut es euch an, Link zur Seite ist unten eingeblendet. Wie immer an dieser Stelle, liked uns, abonniert den Kanal, denkt daran, dass ihr die Glocke klickt, damit ihr über neue Videos informiert werdet. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye. Danke Christian. Bitte.